Vorlesungen und Filme, ist das nicht, als ob man dem Toten fährt. Die Spuren gibt Fragezeichen und nicht nur Fragezeichen, auch ein kleines Ausrufezeichen dahinter. Aber ich will auch ein paar Alternativen aufzeigen, Sachen, die ich gelernt habe in all den Jahren. Dieses Zitat hier, das muss dann grundsätzlich kommen, der gute alte Edison, der schon 1913 wusste, dass Filme die Bücher obsolet machen werden. Garantiert in 10 Jahren, 1913, in 10 Jahren werden die Schulen ganz anders sein. Offensichtlich ist das wohl nicht so gekommen, da muss sich der große Erfinder etwas vertan haben. Irgendwas fehlt, also es scheint nicht zu klappen, dass wir jetzt einfach nur Filme machen und dann können wir die Hochschulen dicht machen und die Schulen bei Edison. Das scheint nicht funktioniert zu haben. Ich will ein bisschen was dazu erzählen, was ich gelernt habe, selbst gelernt habe und aus der Forschung gelernt habe, dazu wie Vorlesungen real und gefilmt funktionieren und vor allem auch nicht funktionieren. Haben wir eben ja auch schon in einigen Vorträgen gehört. Aktivierung kam auch schon in einigen Vorträgen vor. Feedback, darauf möchte ich etwas genauer eingehen, als vielleicht Teil der Aktivierung und vielleicht als Teil des Feedbacks Aufgaben, die Aufgabenkultur, was müssten wir zusätzlich machen an Aufgaben, Quizzen, Tests, um einen höheren Lernerfolg zu haben. Und ich möchte schließen mit ein paar Bemerkungen zur sozusagen Dark Matter. Auch in der Bildung ist es so, dass wir ein Viertel unseres Universums unter den Teppich kehren und sagen, wissen wir nicht so genau, gucken wir nicht genau hin. Es gibt viele Sachen, bei denen man endlich mal genauer hingucken müsste, insbesondere wenn es um die Digitalisierung geht. Ich möchte sie zumindest erwähnen und ein paar Warnhinweise geben. Und dann mit einem Fazit schließen, was ich glaube, wie Vorlesungen, dann nicht mehr Vorlesungen, elektronisch, nicht nur elektronisch, besser funktionieren könnten. Die Vorlesungen. Das Problem Vorlesung, wir haben es auch schon heute mehrfach gehört, Frontalunterricht, so würde ich das Problem zusammenfassen. Jemand stellt sich vorne hin, erzählt etwas, glaubt, er habe, sie habe gelehrt. Ich habe das dem doch gesagt, denen doch gesagt, wie das auch so schön heißt. Die Studentinnen und Studenten waren dann ja vielleicht auch mal größtenteils da. Sie glauben, sie hätten was gelernt, bis dann die Klausur kommt, wo alle merken, dass offensichtlich das nicht funktioniert hat. Das ist das Problem beim Frontalunterricht. Alle sind zufrieden, aber das ist eine Täuschung, dass alle zufrieden sind. An den Fachhochschulen wird dann ja gerne seminaristisch unterrichtet oder an der Schule fragend entwickelt, sokratisch unterrichtet. Das Problem ist, wenn ich das sehe, gerade wenn man Lehrveranstaltungsbesuche macht, die erste Reihe macht mit und die letzte Reihe ist sonst wo mit dem Handy unterwegs. Das ist nicht unbedingt, dass man da jede mit erreicht. Man erreicht die erste Reihe, wenn man das macht, wenn man zwischendurch Fragen stellt. Keine gute Idee. Ich höre auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, aber ich brauche diese Live-Veranstaltung, dann sehe ich doch in den Augen der Studentinnen und Studenten, ob die es verstanden haben oder nicht. Wie soll ich das in deren Augen sehen, wenn die selbst nicht mal wissen, ob sie es verstanden haben oder nicht? Dazu müsste ich mit denen ja mal Aufgaben bearbeiten und ihnen Fragen stellen, die etwas komplexer sind, komplizierter sind. Das mache ich ja nicht. Also diese Illusion, ich habe was verstanden, macht das eigentlich unmöglich, dass ich aus den Gesichtern, aus den Augen der Studentinnen und Studenten ablese, ob die was verstanden haben, ob die noch dabei sind. Wahrscheinlich glauben die, sie sind noch dabei, aber ich habe die schon lange abgehängt. Die gefilmten Vorlesungen. Also wir geben jetzt dem toten Gaul auch noch die Sporen, wenn man so will. Es gibt Vorteile, die dann nochmal gepriesen werden. Man kann anhalten, man kann zurückspulen. Laut der einen oder anderen Statistik findet das auch wirklich statt. Es wird an einigen Stellen dann bevorzugt zurückgespult, weil die schwer verständlich sind. Ja, kritisch ist die Barrierefreiheit, wird gerne ignoriert. Das wird uns sicherlich irgendwann noch dick erwischen. Sobald Sie was elektronisch machen, kommen Sie in die entsprechenden Regelungen, gesetzlichen Regelungen zur Barrierefreiheit rein. Wenn Sie eine klassische Vorlesung machen, stört das keinen, aber sobald es elektronisch ist, wird es kritisch. Eigentlich müsste man dann jetzt ein Skript mitliefern, so weiter und so weiter, oder eine Beschreibung auch mitliefern. Man sieht jetzt, wie diese Formel geschrieben wird und so weiter. Die rechtlichen Randbedingungen sind kritisch, was die Barrierefreiheit angeht. Die Technik ist eigentlich gut. Das lese ich auch auf YouTube, dass Leute sagen, danke, jetzt kann ich es mir groß angucken. Jemand, der Sehprobleme hat, bedankt sich, er kann es sich groß angucken. Jemand, der Hörprobleme hat, bedankt sich, er kann es sich laut anhören. Oder jemand, der Verständnisprobleme hat, oder die Verständnisprobleme hat, kann es sich langsam anhören. Für
Fremdsprachler gibt es Untertitel. Die automatischen Untertitel sind nicht richtig prickelnd, aber immerhin besser als nichts. Also Vor- und Nachteile gibt es bei Barrierefreiheit, muss man sich im Einzelfall angucken. Aber es gibt eben auch diverse Nachteile. Es gibt noch weniger Feedback als in der realen Veranstaltung. Ich kann nicht mal die Nachbarin oder den Nachbarn fragen. Es ist zu lang vom Format her für das, was man erwartet online. Aus der realen Vorlesung kann ich schlecht rausgehen. Passiert auch, aber ich gehe normalerweise nicht mittendrin raus. Online kann ich den Rechner zuklappen und es stört keinen. Und nach 20 Minuten klappt man wahrscheinlich den Rechner zu. Das wird man in der realen Veranstaltung nicht machen. Nach 20 Minuten gehen. Prokrastination ist das dritte dicke Problem. Gut bekannt seit langen Jahren. Sobald Sie anytime, anywhere Materialien zur Verfügung stellen, werden die Studentinnen und Studenten die auch anytime, anywhere nutzen, nämlich eher gar nicht oder viel zu spät, die Aufschieberitis. Das hat schon mal grob die Vor- und Nachteile, wenn Sie überhaupt anfangen, Vorlesungen zu filmen. Das ist ja kein unübliches Vehikel. Es gibt ja sehr prominente Leute, die dann da vorne stehen und Vorlesungen auf Film halten. Die von Feynman sind sicherlich grandios, unbedingt zu empfehlen. Also das ist nichts Neues, 1964. Leonard Susskind ist auch sehr empfehlenswert. Man sieht ihn dann nämlich zum Beispiel Kaffee trinken und einen Apfel essen. Das ist eine ganz andere Art als ja, Feynman mit Krawatte und einer Kreidetafel, die er auch höchst selten benutzt. Also ein übliches Vehikel. Feynman finde ich gerade spannend, weil bei ihm zwei Aspekte, die wesentlich sind, aufeinanderprallen. Einerseits Showmanship. Feynman war der grandiose Redner, Leute begeistern können. Mir geht es so, wenn ich diese üblichen Vorträge von ihm höre, mir angucke, frage ich mich im Nachhinein, was hat man als Publikum jetzt eigentlich gelernt? Es ist grandios, es ist motivierend, aber was habe ich eigentlich gelernt? Umgekehrt, der andere Aspekt bei Feynman, das hat er selbst an einer Stelle gesagt, ich glaube, es geht darum, warum haben Spin-1/2-Teilchen Fermi-Statistik? Und er hat festgestellt, er kann es nicht ordentlich erklären. Er kann seinen Undergrads nicht erklären, warum das so ist. Normalerweise versucht er das. Das finde ich total spannend an Feynman und sehr vorbildlich an Feynman, dass er versucht, seine Inhalte runterzubrechen, sodass sie elementar verständlich sind. Nicht großartig mit Formeln zu zaubern, sondern es auf unterste Ebene runterzubrechen. Die beiden Aspekte sind so ein bisschen widersprüchlich. Showmanship, ich weiß eigentlich nachher nicht, was ich gelernt habe. Und auf der anderen Seite, sich anzustrengen, es verständlich zu machen. Was wollen wir eigentlich? Normalerweise wollen wir für den Großteil des Stoffs zumindest, für den Großteil der Inhalte, wollen wir das verständlich machen haben. Vielleicht brauchen wir das Motivierende auch am Anfang und zwischendurch mal immer wieder. Aber das meiste muss erstmal überhaupt verständlich werden. Und das ist jetzt nach den Aufzeichnungen von Vorlesungen eigentlich das, was man heute Land auf Land absieht. Die Erklärvideos, das sind Beispiele von mir dann eben. Irgendwas Mathematisches, Elektrotechnisches, Informatisches. Am Wochenende gibt es auch mal die allgemeine Relativitätstheorie. Das kann man an der Fachhochschule nicht machen. Dass man versucht, ganz plastisch, elementar und mit relativ wenig technischem Aufwand, relativ kurz, vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten, auch mal eine Stunde für Informatik oder die allgemeine Relativitätstheorie, einen Sachverhalt ordentlich zu erklären. Das ist das, was wir heute eigentlich sehen und was auch die Studentinnen und Studenten massiv nutzen. Das bringt einen Fokus, nicht 90 Minuten der Veranstaltung, sondern mal 10 Minuten dieses eine Thema. Knallhart, alles andere ausgeblendet und möglichst vereinfacht. Reduktion, hatten Sie heute Morgen schon was zugehört. Didaktische Reduktion muss da extrem stattfinden, um das auf das Format zu kriegen. Das kurze Format hat auch noch einen netten psychologischen Vorteil, den Goal Gradient. Wenn man so eine 90-Minuten-Veranstaltung vor sich sieht, die soll man sich jetzt angucken, sagt man sich, nee, heute nicht, ah, morgen, nee, auch nicht. 10 Minuten, das kann man nochmal dazwischen schieben und dann zieht man das durch und bricht nicht mittendrin ab. Das Ende ist sichtbar. Es gibt den Sog zum Ende hin, den Goal Gradient hin. Die akademische Tiefe ist diskutabel. Kann man alles in 10 Minuten? Nein, sollte man sicherheitshalber auch nicht versuchen. Die Grundbegriffe aus dem ersten, zweiten Semester kann man hoffentlich in 10 Minuten irgendwie schaffen, wenn man sie in hinreichend kleine Teile zerlegt. Und was mir am meisten daran gefällt, ist, was ich lerne.
Es gibt ja diese schöne Lernen durch Lehren. Ich bezweifle, dass das im Normalfall funktioniert, aber sei es so, Lernen durch Lehren funktioniert für Leute, die Experten sind. Wunderbar. Nach ja, wie viele Jahrzehnte nach meiner Promotion in Physik habe ich jüngst erstmal endlich plastisch begriffen, wie der Satz von Bernoulli wirklich funktioniert. Werde ich demnächst mal ein Video dazu machen. Das gibt es an allen Ecken und Enden wieder, quer durch die Mathematik, durch die Elektrotechnik, durch die Informatik, dass einem nach Jahrzehnten erst auffällt, ah, so ist das eigentlich. Und diese Art an Video zwingt einen dazu, nochmal von vorne zu denken. Gibt es denn, verflixt noch einzig, eine vernünftige Begründung dafür, eine verständliche Begründung? Vergessen wir alles, was in den Lehrbüchern steht, kriegen wir das besser hin. Also ich mache diese Videos auch für mich selbst, weil ich es schön finde, einfach mal was zu verstehen, es endlich mal zu verstehen. Offensichtlich kommt das auch beim Publikum an. Erklärvideos sind nichts Neues, das Salman Khan ist damit groß geworden. Sie sehen die kritzelig und naja, trotzdem wird er YouTube-Star, trotz der kritzeligen Videos. Offensichtlich ist es zumindest seinerzeit auf die Inhalte angekommen, heute müssen wir mal gucken. Er ist jüngst wieder öfter in den Medien zu sehen, spannenderweise. Eigentlich gibt es nicht so viel Neues bei seiner Khan Academy, aber er taucht neuerdings in den Medien wieder auf. Als Historie erwähnt, der Khan-Stil. Die Leute, die unter uns mit der Informatik ein bisschen verwandt sind, kennen diesen Herrn, Don Knuth. Der hat irgendwie alles erfunden. Er hat unter anderem auch diese Art an Videos erfunden, lustigerweise. Das ist faszinierend, wie er 1981 Tech, werden alle Leute vom Fach kennen, die das Satzsystem erklärt, wie die verschiedenen Buchstaben und Kästen und so weiter in Tech zusammengefügt werden, als Erklärvideo. Auch hier schon seiner Zeit voraus. Eine total freundliche Erklärung, man sieht Sachen im Stehen, reduziert, begreifbar. Warum Videos? Warum kein Buch? Wikipedia gibt es ja auch noch. Warum lieben die Studentinnen und Studenten Videos? Warum lieben auch wir teilweise Videos? Hauptsächlich, weil das so plastisch ist. Ich kann zeigen und ich kann sprechen. Es ist nicht ein toter Buchstabe, der da auf dem Papier steht oder dem Bildschirm steht. Es gibt etwas zu sehen, es gibt etwas vorgeführt und eine Erklärung dazu. Ich habe von YouTube gelernt, wie ich meinen Wasserhahn reparieren kann. Nirgendwo anders. Man gibt ein, was der Typ ist von der Armatur und kommt auf ein Video, in dem erklärt wird, wie man diese Armatur auseinandernimmt. Schritt für Schritt. Das möchte ich nicht wie eine IKEA-Anleitung auf Papier haben. Das möchte ich gefälligst als Video haben. Diese Seite frequentiere ich auch. Wenn Sie für irgendein englisches Wort nicht wissen, wie man es ausspricht, wird YouTube durchgesucht nach irgendeinem, der berufen ist, dieses Wort auszusprechen. Die britische Premierministerin oder irgendein amerikanischer Präsident. Dann wissen Sie, okay, das wird wahrscheinlich wirklich wohl so ausgesprochen werden, wie die es aussprechen. Dies finde ich auch immer faszinierend. Das ist die Tierärztliche Hochschule in Hannover. Die zeigen im Video, wie man Tiere wieder zusammennäht. Nicht am realen Tier, aber man kann sich das vorstellen. Das wollen Sie alles nicht auf Papier haben. Das wollen Sie als Video haben. Also es gibt extrem gute Gründe, Video als Medium einzusetzen. Genauso in der Mathematik. Als Lehrende wollen Sie entwickeln, zeigen hier und da, das kommt so zusammen. Und Sie wollen das nicht auf einer toten Buchseite haben. Das passt auch mit den allgemeinen Forschungsergebnissen überein. Meyer ist der Forscher auf diesem Gebiet, der wirklich diverse Experimente auch durchgeführt hat und dann auch jeweils den Lernerfolg gemessen hat, also nicht nur gefragt hat, glaubt ihr was gelernt zu haben, sondern wirklich geguckt hat in Tests, ob die Leute was gelernt haben. Reduktion, das sind wir wieder beim ersten Thema von heute, unbedingt reduzieren, inhaltlich reduzieren, aber was vielleicht heute Morgen noch nicht dran kam, die Darstellung reduzieren. Machen Sie keine großartige 3D-Darstellung, die keiner versteht, machen Sie eine einfache Skizze, die ist viel einfacher zu durchdringen. Sprechen und gleichzeitig zeichnen, genau wie es in dieser Art von Video passiert, und locker, als ob man an der Theke zusammensitzt und auf dem Bierdeckel was erklärt. Das Ganze ist nicht ungefährlich, dass die Studentinnen und Studenten das lieben. Das ist zwar schön auf der einen Seite, aber wir müssen vorsichtig sein. Man glaubt zu verstehen, auch wie in der üblichen Vorlesung, wie man da zu verstehen glaubt, bei diesen Videos glaubt man auch zu verstehen. Vielleicht ist es sogar noch gefährlicher, wenn etwas extrem aalglatt präsentiert wird. In der Vorlesung ist das meist ein bisschen schroff und ganz viele Formeln. Da hat man schon ein schlechtes Gefühl, das wird man wohl nicht verstanden haben. Aber wenn aalglatt präsentiert wird, glaubt man noch viel eher, dass man es verstanden hat. Gibt es die eine oder andere Forschungsarbeit dazu. Also Vorsicht vor Verstehensillusionen.
Und dann neigen Studentinnen und Studenten dazu, nicht die beste Methode zum Lernen zu wählen, sondern sie wählen einen leichten Weg. Gucken sich ein Video nochmal an zum Beispiel, statt dass sie sich überlegen, was kann ich jetzt selbst an Fragen erzeugen zu diesem Video? Was ist offen geblieben? Welche anderen Situationen könnte ich noch untersuchen und so weiter und so weiter? Das findet nicht statt. Es wird im Zweifel zwar nochmal irgendwann das Video geguckt vor der Klausur. Das ist ein Problem. Was wir brauchen, sind diese schönen Desirable Difficulties, wie die bei Björk und Björk heißen. Man lernt nicht, wenn man sich nicht anstrengt. Das wusste meine Großmutter auch schon. Man muss sich anstrengen, zum Beispiel Fragen generieren, Aufgaben lösen, Aufgaben bearbeiten, sich zu erinnern versuchen und so weiter. Sonst ist das Lernen kein allzu langfristiges und kein allzu erfolgreiches. Es waren so vor 3-4 Jahren, da waren wirklich so die üblichen Erklärvideos im Kernstil oder bis dahin üblichen Erklärvideos im Kernstil beliebt. Wenn Sie sich angucken, was heute trendet sozusagen auf YouTube, ist das schon anders. Da sind die Videos plötzlich doch durchproduziert. Und zwar sehr laut und bunt durchproduziert. Da mangelt es mir an Forschungsergebnissen. Ich würde aus dem Bauch heraus befürchten, dass da die Verstehensillusion noch viel stärker ist. Dass man glaubt, oh, das ist jetzt alles so wunderbar, klickibunti präsentiert worden. Man hat was verstanden. Schwierig, schwierig. Das müsste man sich nochmal genauer angucken. Ich habe noch keine Arbeit dazu gesehen. Lassen Sie sich nicht von Likes irritieren. Irgendein Video hat so und so viel, zigtausend Views. Das produziert einerseits der YouTube-Algorithmus. Der YouTube-Algorithmus bringt die Leute dahin, der zeigt das als Hinweis an und dann gibt es automatisch so diesen selbstverstärkenden Effekt. Wie viele Klicks das auf YouTube sind, heißt nicht allzu viel. YouTube spült bestimmte Sachen nach oben. Wir lernen es jetzt ja gerade in diesem Jahr und vergangenen Jahr, welche Arten an YouTube-Inhalten nach oben gespült werden. Ähnliches ist natürlich bei der Mathematik. Also nehmen Sie das nicht zu ernst, was Sie da als Zahlen sehen. Und Likes, wenn jemand sagt, sie oder er habe das gerne gemocht. Heißt das wirklich, sie oder er hat es verstanden? Wissen die Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten das, ob sie es verstanden haben? Schwierig. Also diese Zahlen muss man mit sehr, sehr viel Körnchensalz schlucken. Prokrastination, Aufschieberitis bleibt so, wenn sie nicht Vorsichtsmaßnahmen treffen mit irgendwelchen Quizzes zwischendurch oder anderen Pflichtmaßnahmen zwischendurch. Das ist hier nicht von mir, sondern von einem Kollegen aus Magdeburg. Sie sehen den Peak vor der Klausur, muss man nicht weiter diskutieren. Wann werden diese Videos geguckt? In den Tagen vor der Klausur. Das ist sogar Flipped Teaching und nicht Vorlesungsaufzeichnung. Und auch Erklärvideos eben, ziemlich ähnlich zu meinen. In diesem Fall in der Elektrotechnik. Das ist von mir selbst eine andere YouTube-Statistik. Das ist eines der erfolgreichsten Videos, wenn man nach den Klickzahlen geht. Sie sehen, wie solche Zahlen zustande kommen. Die Hälfte der Leute, die das Video angefangen hat, ist nach, was mag das sein, 20 Sekunden weg. Also nehmen Sie diese Klickzahlen auf keinen Fall ernst und Sie sehen, wie viele Leute übrig bleiben am Ende. Sind das, ach, keine Ahnung, sind das vielleicht 5% oder so, die wirklich durchhalten. Also alles mit ganz, ganz vielen Körnchen Salz nehmen. Könnt jetzt sagen, okay, also sollten wir gefälligst Videos machen, die nur 6 Minuten lang sind. Solche Untersuchungen gibt es ja. Ist das akademisch? Wollen wir das wirklich? Möchte ich Eigenwerte in 6 Minuten erklären? Finde ich allmählich bedenklich. Müsste man sich nochmal genauer überlegen. Also, große Botschaft, ignorieren Sie die Zahlen, die Sie auf YouTube sehen oder nehmen Sie zumindest mit sehr viel Vorsicht. Was ich auf den Konferenzen Land auf Land absehe, ist, dass sich Hochschulen entscheiden. Wir produzieren jetzt unsere eigenen Erklärvideos und dann sind da 5 Leute mit der Produktion von Erklärvideos beschäftigt. Es gibt schön die ganzen didaktischen Ziele aufgeschlüsselt, was, wie und da kommt jetzt ein Quiz rein und alle Inhalte sind qualitätsgesichert und man hat einen vollständigen Text aufgeschrieben. Man hat sich ein Studio eingerichtet mit einem schönen grünen Hintergrund, um Leute freizustellen. Es gibt noch Musik dazu für den Vorspann. Und dann guckt man sich das an und es ist super langweilig, weil alles richtig gemacht worden ist. Das können Sie nicht bringen. Sie können nicht alles richtig machen. Es muss riskant sein, sonst wird es total langweilig. Das ist so wie die 1001. Hollywood-Produktion oder Teil 3 von irgendeinem Kassenschlager. Es wird einfach langweilig, wenn Sie alles richtig machen. Es muss auch Risiko da drin sein. Seien Sie vorsichtig, dass Sie nicht in diese Falle trapsen. Das ist ein guter Punkt. Also wenn man richtig viel Geld ausgibt, dann kann es auch wieder gut gehen. Wenn Sie diese ganze Kreativität einkaufen, wirklich Top-Leute dann an der Stelle haben, dann kann es wieder gut gehen. Aber seien Sie vorsichtig in dem Mittelfeld. Das kann sein, dass Sie viel Geld ausgeben, aber dass das Ergebnis schlechter wird, als wenn Sie praktisch gar kein Geld ausgeben, wie ich das tue.
Aktivierung, das Thema hatten wir eben ja auch schon mal. Also einfach nur zugucken ist keine richtig gute Idee. Wir müssen die Studentinnen und Studenten aktivieren. Die übliche Studie, die dann immer zitiert wird, ist diese hier. 2014, Freeman und Konsorten, die eben so eine Metastudie gemacht haben, sich die gesamte Literatur mal angesehen haben. Aktivierende Maßnahmen, was bringen die? Deren Definition von aktivierenden Maßnahmen ist extrem breit. Alles, was nicht nur so frontal ist, scheint bei denen aktivierende Maßnahme zu sein. Wie dem auch sei. Also diese Metastudien sind hochgradig diskutabel. Ich habe das ja mit Rolf Schulmeister mal für die Hetty-Studie so ein bisschen genauer ausgeführt. Diese hier ist etwas besser, was das angeht. Die stellen fest, okay, es gibt Verbesserungen hier, irgendwie 6% in der Punktzahl und 1,5 mal weniger wahrscheinlich, dass die Leute durchfallen. Also Aktivierung, sagt die Wissenschaft, Aktivierung statt reine Frontallehre scheint zu helfen. Aktivierung ist nun ein großes Thema. Aktivierung kann unsichtbar sein. Das wird dann im Zweifelsfall nicht unter diesem Begriff von Aktivierung gefasst. Wenn ich nachdenke, bin ich auch aktiviert. Gilt das jetzt, gilt das nicht? Schwierig. Aktivierung kann auch einfach unsinnig sein. Wenn Sie die Studentinnen und Studenten allein lassen, gerade im ersten Semester machen wir irgendein Projekt und die Studentinnen und Studenten wissen überhaupt nicht, worum es geht und die fangen dann eine Stunde an, im Internet irgendwie rumzustochern, dann haben sie eine Stunde vergeudet. Das bringt es auch nicht. Sie sind da zwar aktiv, aber es bringt es nicht, was sie tun. Strafarbeiten wie in der Schule machen wir nicht, aber die würden es offensichtlich auch nicht wirklich bringen als Aktivierung. Die Desirable Difficulties sind da wieder. Also wie können wir die Studentinnen und Studenten so aktivieren, ans Arbeiten denken kriegen, dass es auch wirklich nutzt. Nicht einfach irgendwas tun, sondern dass es nutzt, das muss natürlich Aktivierung sein. Mal ein paar Beispiele. Das ist ein Programmchen, was ich mir mal geschrieben habe. Ich finde diese üblichen Audience-Response-Systeme, die Klicker für die Veranstaltung, wo man dann ABCD klicken kann, finde ich nicht so richtig toll, weil ich gerne improvisiere. Deshalb habe ich mir das geschrieben. Ich kann zum Beispiel einfach ein Koordinatensystem auf den Beamer zeichnen und bitte dann die Studentinnen und Studenten eine Kurve einzuzeichnen. Hier ist die Gleichung, zeichnen Sie die Kurve ein. Und dann kann man sich die verschiedenen Antworten angucken. Sowas kann man einfach improvisieren dann, ohne dass man auf PowerPoint ABCD vorbereitet hat. Und anderswo wird dann versucht, zum Beispiel mit diesem Programmchen, ich hätte gerne mal eine Basisgrundschaltung für einen Transistor, zeichnen Sie mal. Also einfach zeichnerische Lösung. Die Studentinnen und Studenten arbeiten dann an ihrem Handy oder ihrem Smartphone. Anonym. Wäre eine Art für Aktivierung, die aktuell diskutiert wird, Audience-Response-Systeme. Die andere große Art, die ich seit diversen Jahren betreibe, ist Flipped Teaching, dass ich möglichst wenig frontal Anteile habe in der Veranstaltung. Die Studentinnen und Studenten haben die alten Aufzeichnungen kurz gefasst, keine 90-Minuten-Blöcke, haben die kurz gefasst, können sich vorher angucken. Und der Gedanke ist, okay, dann kann ich in der Präsenzzeit was Vernünftiges machen, muss nicht vorne stehen und frontal was erzählen und alle hören weg, bis auf die erste Reihe. Wir können die Präsenzzeit vernünftig nutzen. Eine gute Idee, wenn sie nicht mit den Gewohnheiten, Gewöhnungen der Studentinnen und Studenten kollidieren würde. Die kennen das ganz anders und die erwarten eben Frontalbespaßung. Das gibt es tatsächlich in diversen Umfragen, die schon gemacht worden sind an anderen Stellen, wo dann wirklich gesagt wird, ich will aber belehrt werden sozusagen. Dass die Studentinnen und Studenten gar nicht verstehen, dass das sinnvoll ist, um was zu lernen, sondern dass sie belehrt werden wollen, weil das doch so üblich ist. Wir haben das Phänomen im Brückenkurs vor dem ersten Semester. Den haben wir jetzt mehrfach versucht als Flipped Teaching Inverted Classroom und das Problem sind Riesenabbrecherzahlen in den ersten Tagen. Die Studis laufen weg und jetzt machen wir es neuerdings mit ein bisschen Vorlesung zwischendurch und dann geht's. Insofern ist Flipped Teaching ein Problem für die Lehrenden. Deshalb mache ich das auch weiterhin. Für die Lehrenden ist es schön, man kann sich vom Curriculum lösen. Auch wieder im Sinne der didaktischen Reduktion vielleicht von heute Morgen. Das komplette Enzyklopädische, auch schon reduziert, aber so wie es im Curriculum steht, das ist online als Video verfügbar und ist Prüfungsgegenstand, aber ich kann die Veranstaltungszeit benutzen, um mich zu konzentrieren, um mich auf die wesentlichen Sachen zu stürzen und die dann auch zu vernetzen. Das ist die Chance, die ich als Lehrender sehe und auch nutze beim Flipped Teaching. Könnte sich noch weitere Anteile online ausdenken zur Aktivierung. Ich habe so ein Skript, zumindest für Mathematik und Informatik, und die Studentinnen und Studenten können das Skript ausfüllen, wenn sie Videos angucken. Der Effekt ist nicht allzu groß, er ist dann aktivierend bei den Videos. Ein Forum wird extrem schlecht genutzt, wenn man es nicht zur Pflicht macht.
Wäre schön, aber wird schlecht genutzt online. Quizze kommen im Folgenden zu den Quizzen. Die sind tatsächlich sinnvoll, hilfreich, aber muss eben auch für die Motivation sorgen, in jedem Fall, dass die auch gemacht werden. Videos werden im Zweifelsfall nicht angesehen, Quizze werden im Zweifelsfall nicht gemacht. Deshalb zum Thema Feedback an der Aktivierung, zu einem Sonderrat, wenn Sie so wollen, Feedback, Rückmeldungen an Studentinnen und Studenten und umgekehrt. Ich erfahre als Lehrender, was nicht geht, so im Sinne des Just-in-Time-Teaching, das kam auch schon als Begriff. Beim Flip-Teaching habe ich die Zeit, sogar Just-in-Time-Teaching innerhalb der Veranstaltung zu machen. Wenn ich nach 45 Minuten sehe, dass das Bruchrechnen nicht geht, kann ich den Rest der Veranstaltung nur Bruchrechnen machen. Und ich habe nichts verloren, weil das gesamte Curriculum online steht. Also Feedback an Lehrende, aber natürlich auch eben an Lernende, dass die Studentinnen und Studenten auch wissen, da wäre was zu tun, möglichst mit konkreten Arbeitsanweisungen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das bei mir alles wunderbar funktioniert. Das ist, was ich so in den höheren Semestern sehe, in ingenieurmäßigen Klausuren, was dann von der Mathematik übrig bleibt. Also in den ersten beiden Semestern gibt es dann schön Flipped Teaching für die Mathematik und man sieht dann sowas, irgendwie ist jemand verborgen geblieben, dass gemischte Zahlen keine Produkte sind, der Wertebereich von Kosinus für reelle Winkel, Umrechnen von Einheiten, Subtraktion, Einheit, Minus einheitslos, der Logarithmus, ein absolutes Drama, wenn er dann wirklich mal vorkommt mit Dezibeln oder Oktaven und Ähnlichem. Die grundlegende Physik, da bin ich nicht für verantwortlich für die grundlegende Physik, aber es ist spannend. Also es ist nicht nur die Mathematik betroffen, es ist auch die Physik betroffen, es sind andere Fächer betroffen. Das schreit für mich nach, hier wurde ohne Feedback geübt. Das darf einfach nicht passieren. Hier hat jemand Übungsaufgaben bearbeitet, höchstwahrscheinlich, aber ohne, dass sie ordentlich gecheckt worden sind. Man braucht viel schneller, viel mehr Feedback. Das lehrt mich das, was ich hier sehe. Das darf einfach im sechsten Semester nicht passieren, in einem Ingenieurstudiengang. Wir müssen falsches Üben verhindern, dass ich zum Beispiel die gemischten Zahlen falsch interpretiert nicht einschleifen. Das muss sofort verhindert werden, bevor das gelernt wird. Dann kriegt man es nicht mehr wieder raus. Das Ärgerliche, und das ist das Problem bei den Quizzen auch, ist, dass es alles frustrierend ist. Feedback ist frustrierend, weil normalerweise in einem Studium wird das Feedback sein, nein, du kannst es noch nicht. Und das ist natürlich nicht, was man hören will, dass man es noch nicht kann. Insbesondere, wenn es um Hochrechnen geht oder Wurzelziehen geht. Feedback in der Öffentlichkeit ist auch peinlich. Das mit der Peinlichkeit wird noch heftiger in Online-Foren. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal hin und wieder spaßeshalber auf die Heise-Foren guckt. Die sind da ja sehr berüchtigt, was das angeht. Stack Exchange für die Leute aus der Informatik insbesondere, aber auch Mathematik, Physik. Wenn Sie da gucken, das ist unglaublich, wie da geantwortet wird. Wenn da jemand eine Frage stellt, die schreit, ich weiß es nicht so wirklich, ich habe keinen Schimmer, dann gibt das da Antworten, die haben sich aber gewaschen. Schonungsloses Feedback, da muss man extrem vorsichtig sein. Auch gerade Studentinnen und Studenten können da sehr, sehr heftig sein. Fangen wir plötzlich an zu lachen, wenn eine einfache Frage gestellt wird. Wie kriegt man das gerade in der Präsenzveranstaltung, wo es nicht anonym ist, unter Kontrolle? Das weiß ich auch noch nicht. Eine Idee ist, dann sollen sich die Studentinnen und Studenten selbst Feedback geben, anonym Feedback geben über eine Lernplattform. Man muss was einreichen und das wird dann automatisch verteilt. Man kriegt es mit Gutachten von anderen Studentinnen und Studenten wieder zurück. Ist aufwendig und man muss die Studentinnen und Studenten erstmal antrainieren, wie denn das zu funktionieren hat, wie ist denn zu bewerten, was ist gut, was ist schlecht. Kann dann aber funktionieren. Was ich mir erträumen würde, wäre so eine Pflicht zur Einholung von Feedback, wenn Studentinnen und Studenten einfach abtauchen, nach der ersten Woche nicht mehr gesehen werden und dann sind sie zur Klausur wieder da und fallen prompt durch. Das finde ich einfach nur traurig, wenn die sich zwischendurch bitte irgendwie mal bemerkbar machen würden, dass man was tun kann. Pflicht in Anführungszeichen, zum Beispiel mit Bonuspunkten, die Möglichkeit gibt es ja. Man muss zwischendurch was einreichen, Übungen machen, Aufgaben machen und kriegt dafür Bonuspunkte, das scheint zu funktionieren. Also vielleicht eine Pflicht in Anführungszeichen, dass es nicht mehr möglich ist, einfach abzutauchen. Von dem Feedback zu Aufgaben. Aufgaben sind ja vielleicht der Kern auch von dem Feedback. Aufgaben, Quizze, Tests, was man auch immer darunter verstehen mag, dazuordnen mag. Und diese Aufgaben sind echt vielseitig. Es geht erstmal um Fingerübungen, wie ich das nennen würde, so vom Klavierspiel, die Fingerübung, erstmal die Tonleiter richtig. Fangen wir mit C-Dur mal vorsichtig an. Irgendwann kommt auch D-Dur am Ende, aber erstmal fangen wir mit C-Dur an. Überhaupt erstmal die Grundlagen sauber hinzukriegen,
hochrechnen, kürzen, rechnen mit Potenzen, rechnen mit Wurzeln, den Logarithmus, bis er wirklich mal funktioniert, ableiten, integrieren und so weiter, dass das alles sitzt. Das können Sie wunderschön elektronisch machen. Es hat auch einen Konzentrationseffekt, ist auch beforscht worden. Innerhalb von Videos Aufgaben zu stellen, führt dazu, dass sich die Leute, die das Video angucken, eher konzentrieren. Der Testing-Effekt ist wahrscheinlich das Wichtigste und das, was die meisten Leute ignorieren. Aufgaben sind nicht nur dazu da, dass man feststellt, ob man was kann. Indem man eine Aufgabe bearbeitet, übt man. Das wissen alle Leute, die Vokabeln lernen mit dem Karteikasten. Sie testen sich nicht nur mit dem Karteikasten, sie üben Vokabeln. Sie lernen damit. Mit Tests lernt man. Der Testing-Effekt, der wird extrem unterschätzt. Deshalb muss man Aufgaben machen zum Lernen. Es gibt auch noch den Pre-Testing-Effekt, den versuche ich häufig anzuwenden. Ich starte mit einer Aufgabe, gleich noch mehr dazu. Ich starte mit einer Aufgabe, die höchstwahrscheinlich nicht lösbar ist. Aber indem die Studentinnen und Studenten darüber nachdenken, wie sie diese Aufgabe lösen, ist sozusagen der Boden bereitet dafür, dass sie ein bisschen besser aufpassen, wie es dann weitergeht. Das ist der Pre-Testing-Effekt. Also indem man vorher eine Aufgabe stellt, wird das Lernen besser, wird das Lernen erfolgreicher, ein Test, bevor es ans wirkliche Lernen geht. Und Diagnose natürlich, Feedback hin und her, was geht nicht. Formatives Assessment, wie das dann so schön heißt. Wenn es noch nicht um die Klausur geht, sondern wenn es darum geht, müssen wir da noch was tun, ist da noch was faul. Formative Assessments, die kann man mehr oder minder klug machen. Ich habe es mal versucht, etwas klüger zu machen. Zum Beispiel könnte ich wissen wollen, bei der binomischen Formel, ich möchte gewisse Grundfertigkeiten prüfen und vor allen Dingen Missverständnisse prüfen. Ich könnte zum Beispiel fragen, okay, ist das das Ergebnis? Wenn jemand sagt, das ist das Ergebnis, weiß ich, das ist Pseudolinearität. Jemand glaubt, man kann Klammern immer sozusagen ausmultiplizieren. Aha, da müssen wir was tun. Vielleicht ist auch das das Ergebnis, dann ist die Person schon mal so weit, dass sie weiß, dass auch die 2 zumindest potenziert werden müsste. Ist schon etwas besser, aber natürlich immer noch pseudolinear. Glaubt jemand, dass die binomische Formel für Quadrate immer gilt? Das wäre das dann. Oder ist es richtig? Sowas könnte man zum Beispiel feststellen. Auch netterweise, indem man diese Antworten nacheinander abfragt. Nicht alle auf einmal einblendet, sondern nacheinander abfragt. Und Sie müssen natürlich hin und wieder auch Fragen haben, wo die erste Antwort schon die richtige ist. Sonst wissen alle, die erste Antwort ist auf jeden Fall falsch. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber es gibt so ein paar Tricks, wie man das besser hinkriegen kann, als üblicherweise. Also nicht einfach nur irgendwelche Antwortmöglichkeiten erfinden, sondern sorgen Sie dafür, dass Sie was lernen aus den Antwortmöglichkeiten. Oder auch sowas, das könnte man definitiv mit den ganz normalen Multiple-Choice-Fragen machen. Hier gibt es 4 Umformungsschritte für eine Ungleichung. Sind die alle richtig? Ist einer falsch? Wenn ja, welcher? Machen Sie eine Multiple-Choice-Frage draus. Daraus können Sie dann lernen, an welchen Stellen Ihre Studentinnen und Studenten hängen bleiben, was noch zu tun wäre. Nicht einfach nur irgendwelche Antworten würfeln für Multiple-Choice-Fragen, sondern versuchen Sie, Antworten so zu finden, dass sie lernen können aus den Antworten. Kann man noch erweitern. Sie können 2 Fragen auf einmal stellen und dann ist es schlechter zu raten. Hier kann man sowieso schlecht raten, aber wenn Sie das Raten wirklich extrem schwierig machen wollen, stellen Sie 2 Fragen auf einmal. Sie stellen diese Frage, ist einer von diesen Schritten falsch? Wenn ja, welcher? Und dann stellen Sie parallel eine 2. Frage, warum? Und dann bieten Sie da an, welche Art an Umformung ist schiefgegangen? Auf beiden Seiten mit einer negativen Zahl multipliziert, auf beiden Seiten was abgezogen und so weiter und so weiter. Und dann müssen beide Fragen gleichzeitig beantwortet werden. Macht das Raten schwierig. Also man kriegt Multiple Choice schon besser hin, als es üblich ist, aber es ist aufwendig. In der Vorbereitung, nicht in der Technik. Diese Selbsttests, so schön sie sind, werden leider auch nicht ordentlich genutzt. Die Videos werden nicht ordentlich genutzt, in der Vorlesung ist Abwesenheit und mit den Quizzen ist das auch ein Problem. Wir wissen, dass der Testing-Effekt existiert, der ist gut nachgewiesen. In der Bildung ist nicht allzu viel richtig gut nachgewiesen, der ist gut nachgewiesen. Aber die Studentinnen und Studenten wissen nichts davon. Und wenn ich Ihnen das sage, den Studentinnen und Studenten, glauben Sie es mir nicht. Man muss Zeit reinstecken, das ist natürlich Zeit fürs Lernen, Zeit, die man sparen könnte an anderer Stelle, aber das ist nicht offensichtlich und es ist frustrierend. Deshalb werden diese Tests eben gerne übersprungen. Wenn Sie sich nicht irgendwelche Tricks ausdenken, zum Beispiel Bonuspunkte, um diese Tests doch irgendwie zur Pflicht zu machen. Schön wäre so ein Flow-Erlebnis, wie in einem Computerspiel, das wird ja gerne zitiert, Gamification, müssten wir das nicht machen, wie es in Computerspielen ist, dass die Leute da Tag und Nacht vorhängen und gar nicht mehr aufhören wollen. Ich muss dazu sagen, dass einige Leute da Tag und Nacht vorhängen, ich persönlich nicht, ich finde es eher langweilig, aber gut, einige Leute hängen da Tag und Nacht vor, muss eben unterscheiden. Kann man sich da was borgen?
von dem Flow-Erlebnis, also dass man auf dieser Kante bleibt, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Was ich faszinierend finde, ich will es jetzt nicht starten aus Zeitgründen, aber will ich Ihnen dringend empfehlen, YouTube Learn Spanish Videos. Paul erzählt hypnotisch die Grundlagen von Spanisch, die ersten Spanisch-Vokabeln, die Grundlagen der spanischen Grammatik. Man sieht nur ein paar großgeschriebene Wörter und sonst nichts. Und dazu seine Sprache. Er flechtet regelmäßig Wiederholungen ein. Wie würde man jetzt sagen, es ist interessant oder gestern bin ich spazieren gegangen und so weiter. Lässt ein bisschen Pause und danach gibt er die Antwort. Ich finde das total grandios. Gucken Sie sich das mal an. Das ist hervorragend. Weil er einen hypnotisch in diesem Flow hält. Wir wollen das jetzt mal probieren, ob wir das für Mathematik auch hinkriegen. Sehr kleinschrittige Mathematik mit ganz vielen eingebauten Aufgaben und Wiederholungen. Da wird das Thema Adaptivität spannend. Aufgaben so zu stellen, dass ich nicht bei 95% der Aufgaben chancenlos bin, das ist frustrierend. Wie kriege ich Aufgaben so gestellt, dass 3/4 der Aufgaben auch funktionieren? Sonst lasse ich es einfach sein. Also Aufgaben automatisch zu wählen, die zum eigenen Niveau passen. Das finde ich spannend, was dieses Flow-Erlebnis anbelangt. Was die Motivation anbelangt. Motivation durch Können, das wird auch oft falsch verstanden. Motivation ist nicht, was ich vorher schon habe. Motivation ist, was ich bekomme. Wenn ich merke, ich kann etwas, dann werde ich motiviert werden. Warum spielen die Leute Angry Birds und so weiter? Sie kommen sehr schnell da rein in dieses Spiel auf sehr einfachem Niveau und stellen fest, ich kann was. Und dann bin ich motiviert, ich mache weiter, nächstes Level, ich kann das, ich bin motiviert, nächstes Level. Motivation durch Können, also nicht die Motivation fördern durch irgendwelche Spaßmaßnahmen, sondern gefälligst dafür zu sorgen, dass man merkt, man beherrscht etwas. Davon starten, dann gibt es Motivation. Zu den Aufgaben noch zwei Anmerkungen, Sachen, die mir jetzt mehr und mehr auffallen, nachdem ich mehr darüber nachdenke, über Aufgaben, nicht mehr über Vorlesungen. Es gibt die ein oder andere Studie dazu, wie Studentinnen und Studenten Bücher lesen, das Mathematik-Lehrbuch lesen, nämlich eigentlich gar nicht. Die suchen nach Aufgaben, stellt man fest. Sie haben eine Aufgabe zu lösen als Hausarbeit oder als Klausurvorbereitung, haben sie eine Aufgabe zu lösen. Und was machen sie dann? Die gucken im Lehrbuch nach, was gibt es an ähnlichen gelösten Aufgaben. Die gucken im Zweifelsfall nicht die ganzen kleinteiligen enzyklopädischen Erklärungen nach, sondern die wollen direkt zur Lösung der Aufgabe. Das sehe ich auch auf YouTube, dass sich Leute beschweren, wenn man nicht mal zu Potte kommt und sagt, wie jetzt diese Aufgabe denn auf links noch eins gelöst wird. Also sie suchen wirklich nach Lösungen. Deshalb würde ich inzwischen Folgendes probieren und ich probiere es auch mehr und mehr in meinen Lehrveranstaltungen. Nur Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Wenn sich die Leute nicht mit den Grundlagen auseinandergesetzt haben, okay, das scheint so in der Natur zu liegen. Dann sagen, okay, wir probieren es vielleicht einfach mit Aufgaben als trojanische Pferde. Ich stelle Aufgaben, insbesondere sage ich dann auch dazu, das ist eine alte Klausuraufgabe. Das wird besonders gut, wenn ich sage, das ist eine alte Klausuraufgabe. Und dazu gibt es auch Lösungsbeispiele und so weiter. Und das wird dann angeguckt. Was ich weiß, was gelesen wird, sind zum Beispiel meine alten Klausuren. Und deshalb bin ich sehr vorsichtig mit Klausuraufgaben. Ich überlege mir ziemlich genau, was ich in Klausuren reinschreibe, weil ich weiß, wenn irgendwas gelesen wird, dann die alten Klausuren und die alten Lösungen, die werden garantiert gelesen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Was im Skript steht, das geht runter. Also, Strategie, die ich mehr und mehr fahre, ich stelle Aufgaben. Aufgaben, die möglichst auch so aussehen wie in den Klausuren. Und dann ist die Hoffnung, dass sich die Studentinnen und Studenten dann rückwärts da reinarbeiten und dass ich unterschwellig die Grundlagen dazwischen kriege, auf diese Art. Wenn es nicht direkt geht, also direkt frontal Grundlagen präsentieren, scheint nicht zu funktionieren, probieren wir es hinterrücks mit dem trojanischen Pferd. Und das ist eigentlich keine schlechte Idee. Constructive Alignment hatten wir gerade eben schon mal. Der Name Biggs ist gefallen. Die Prüfung und das, wie ich unterrichte, das muss zusammenpassen. Okay, dann unterrichte ich eben, wie man Aufgaben löst. Und in der Prüfung kommen Aufgaben dran. Und ich habe dafür zu sorgen, dass die Aufgaben, die in der Prüfung drankommen, das abbilden, was gelernt werden soll. Dann ist doch alles in Ordnung. Dann kann man das so bringen. Das wäre Constructive Alignment. Es gibt noch aus der Forschung den Worked Example Effekt. Den hätte ich mit Bindestrich schreiben sollen da vorne. Oder auch nicht. Na gut. Und durchgearbeitete Beispiele wirken extrem gut beim Lernen, weiß man auch. Das ist auch einer der wenig wirklich gut beforschten Effekte. Und natürlich auch noch der Pre-Testing-Effekt, indem man mit Aufgaben anfängt und die Studentinnen und Studenten erstmal davor stehen und wissen nicht, wie die Aufgabe zu lösen ist, haben wir den Pre-Testing-Effekt. Sie denken über die Aufgabe nach, das bereitet den Boden, dass sie sich danach auch mal ein bisschen tiefer damit beschäftigen. So, die ungeahnten Tiefen der Bildung, die 25%, die wir unter den Teppich kehren.
Die Zeitlast, Rolf Schumeister hat ja schon vor einigen Jahren das massiv beforscht. Es gibt andere Arbeiten dazu. Das Ergebnis ist eigentlich immer dasselbe. Die Studentinnen und Studenten arbeiten höchst selten Vollzeit. Man kommt irgendwie so zwischen 22 und 26 Stunden pro Woche raus, über das Semester gerechnet. Das ist beileibe nicht das, was sich die Erfinder vom ECTS-System mal vorgestellt haben. Für so wenig Aufwand ist der Ertrag doch erstaunlich. Die Frage ist, wie weit könnte man kommen, wenn man die Studentinnen und Studenten anleitet, mehr Arbeit sinnvoll reinzustecken. Das sieht man an den Studien von Rolf Schumeister. Es gibt einige Studentinnen und Studenten, die sind auch 40 Stunden dabei und fallen trotzdem durch, weil sie die falsche Arbeit reinstecken. Also wir müssen die Studentinnen und Studenten dazu anleiten, wie sie Arbeit reinstecken, und zwar vernünftig Arbeit reinstecken in das Studium. Das Thema wird oft ignoriert. Der Matthäus-Effekt, insbesondere bei elektronischen Materialien, bei allem, was freiwillig ist. Wer nutzt freiwillige Materialien? Die Leute aus der ersten Reihe. Nicht nur bei mir, auch anderswo. Das ist hier ein Bericht von anderswo über einen webbasierten Mathe-Vorkurs, dass die Leute mit guten mathematischen Vorkenntnissen viel Zeit in dem Vorkurs verbringen. Die Leute, die es können, sind im Vorkurs. Die Leute, die es nicht können, sind nicht in dem Vorkurs. Überall dasselbe Bild. Also vorsichtig, wie kriegt man das hin, dass die Leute, die man besonders fördern möchte, dass die bitte auch mitmachen bei diesen Angeboten, die wir ihnen liefern. Zum Thema Problem-Based Learning, da bin ich vorsichtig. Wir haben eben gehört, es ist im sechsten Semester Problem-Based Learning, da bin ich einverstanden. Es gibt einige Leute, die wollen im ersten Semester damit anfangen, das finde ich schwierig. Und es gibt auch immer wieder diesen Spruch, die Studentinnen und Studenten von heute haben doch ein Smartphone in der Tasche, die haben Google, die haben Wikipedia, die müssen doch eigentlich nichts mehr lernen. Ein großes Problem, weil sie im Zweifel zwar nicht mal wissen, dass sie Google anschalten müssen. Wenn es mir mal so gegangen, wollte eine Armatur und Wasserhahn kaufen. Ich wusste nicht, dass es zwei Sorten davon gibt. Ich habe natürlich prompt die falsche gekauft. Dann habe ich es gegoogelt und dann wusste ich auch, welche ich kaufen musste. Also das Problem ist überhaupt, erstmal zu wissen, wann man anfangen muss, das Internet zu benutzen. Geschweige denn dann noch, was man suchen muss im Internet. Diese Idee, das entdeckende Lernen insbesondere, diese Idee scheint daher zu kommen, die grassiert seit 100 Jahren. Und es gibt immer wieder Studien, die sagen, geht nicht. Wenn Leute was als Novizen lernen, geht nicht. Die müssen angeleitet lernen, nicht entdeckend lernen. Das Problem scheint zu sein, dass das Langzeitgedächtnis so schwer zu greifen ist. Man ist sich als Expertin, als Experte ist man sich nicht klar, was alles, was man als im Hinterkopf hat, was man automatisch berücksichtigt in der Mathematik und in der Physik und in der Elektrotechnik und so weiter. Wenn Sie das alles ergoogeln müssen, haben Sie gar keine Chance. Also deshalb unbedingt nur kleinschrittig, zumindest in den ersten Semestern nur kleinschrittig, das versuche ich in der Mathematik. Das passt auch zu dem, was ich Ihnen eben gesagt habe über Spanish with Paul. Sehr kleinschrittig vorgehen und dann können Sie auch entdecken lassen, einen kleinen Schritt entdecken lassen, aber nicht das ganze Projekt entdecken lassen. Und wenn Sie was Großes vorhaben, Case-Based Learning und sowas, das bitte nur in den höheren Semestern und nicht sofort am Anfang. Genauso bei der Kreativität, da gibt es ja auch die Klagen, dass die kleinen Kinder wissen, was man alles mit Büroklammern machen kann, und die Kinder in der Schule, die wissen das schon nicht mehr, weil die wissen, was möglich ist und was unmöglich ist. Natürlich muss man schon eine Idee haben, was geht und was nicht geht, bevor man sinnvoll kreativ sein kann, sonst kann man sich sonst was zusammenträumen. Da wäre ich auch vorsichtig. Allgemein sieht man in der Literatur, dass alles klappt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal in die Hattie-Studie, die ich nicht so wirklich toll finde, aber sei es so, wer jemand reingeguckt hat, eine lange Liste, was man alles mal machen könnte, damit Schülerinnen und Schüler lernen, eigentlich klingt alles, so 90% gehen von den Sachen, die man ausprobiert, das kann nicht sein, das wissen Sie aus anderen Gebieten, das kann nicht sein. Wenn Sie in der Elektrotechnik den einen Widerstand größer machen, den anderen kleiner, oder beim Maschinenbau den einen Balken dicker und so weiter, es muss doch mal irgendwas nicht gehen, das kann nicht sein, irgendwas ist faul bei den ganzen Studien, die man dazu macht. Der Neujahrseffekt ist sicherlich ein Phänomen davon, wenn Sie was zum ersten Mal machen, klappt das, weil Sie wollen, dass es klappt, und weil die Studentinnen und Studenten merken, es gibt was Neues. Ah, wir spüren eine gewisse Wertschätzung, das wird schon irgendwie funktionieren. Subversivität funktioniert auch gut. Was ich glaube, was richtig gut funktionieren würde, ist, wenn Sie nachts rausgehen und Graffiti an die Hochschule sprühen mit Ihren Studentinnen und Studenten. Die werden die nächsten Wochen in der Mathematik oder welche schlimme Veranstaltung Sie haben, werden die garantiert 100% aufpassen und 100% da sein. Das können Sie natürlich nur einmal machen. Und beim zweiten Mal ist dann die Frage, müssen wir jetzt schon wieder Graffiti an die Hochschule sprühen? Sobald Sie in den Regelbetrieb gehen, haben Sie ein dickes Problem. Das ist ein Drama bei diesen ganzen Untersuchungen. Sie machen es zum ersten Mal, Sie machen es zum zweiten Mal.
Das wird höchstwahrscheinlich funktionieren. Sie machen es zum dritten Mal, dann wird es schwierig. Auf dem vierten Mal wird es schon zäh. Ich muss die Studie zur Aktivierung, die Studie muss ich nochmal zitieren hier. Das zeigt nämlich auch einen Schwachpunkt dieser Studie. Wenn Sie lauter Studien haben, bei denen etwas zum ersten oder zweiten Mal probiert worden ist, heißt das nicht, dass Sie das in den Regelbetrieb kriegen. Das wissen die Autoren dieser Studie auch. It is an open question whether student performance would increase as much if all faculty were required to implement active learning approaches. Wenn die Leute, die mitmachen, freiwillig mitmachen, scheint es zu funktionieren. Aber wenn sie es jetzt Pflicht machen, alle müssen jetzt zum Beispiel Flipped Teaching machen, kann es sein, dass es nach hinten losgeht. Insofern Vorsicht. Was ist jetzt mit den toten Pferden? Den toten Pferden die Sporen geben. Das wären die Lektionen für mich aus den vergangenen Jahren, was ich alles gelesen und ausprobiert habe. Der klassische seminaristische Unterricht, bei dem man an der Fachhochschule mit der ersten Reihe spricht, den finde ich gefährlich, weil sie verlieren die anderen Reihen. Die Videos alleine funktionieren nicht wirklich, das muss unterfüttert sein. Die helfen bei der Prüfungsvorbereitung, da werden die samt und sonders geguckt, aber die sollen vorgeguckt werden. Da müssen sie sich was ausdenken, Füße mit Bonuspunkten oder ähnliches. Kleinteiliges Feedback ist nötig, nicht nur Feedback alle paar Wochen. Im Flipped Classroom, was möglich ist, rumlaufen und allen aufs Papier gucken. Sind die Einheiten richtig? Gibt es Probleme mit den Wurzeln? Immer wieder. Das klappt ja bei mir schon nicht. Und ohne regelmäßiges Nachgucken ist es noch viel schlimmer. Gelegenheiten schaffen, mit den Studentinnen und Studenten zu arbeiten. Gucken, was die wirklich können und was sie nicht können. Dieses Feedback mit Bonuspunkten einfordern oder auf andere Art einfordern. Erfolgserlebnisse vermitteln, zum Beispiel ganz kleine Schritte, die nächste Vokabel dreimal wiederholen, dann die Vokabel davor wiederholen. Das Ähnliche in der Mathematik vielleicht auch machen. Nicht die Riesenprojekte, sondern sofort Erfolgserlebnisse, dadurch Motivation erzeugen. Durch Erfolgserlebnisse. Und vielleicht mit Aufgaben anfangen. Das ist so, was mir erst in den letzten ein, zwei Jahren klar geworden ist. Vielleicht mit den Aufgaben anfangen. Wenn das mit den Grundlagen nicht klappt, okay, dann ziehen wir das andersrum auf. Fangen wir mit den Aufgaben an. Dankeschön.